Heute geht es um den Spruch, um das Wunschdenken, um die Aussage, online passiv Geld verdienen. Ist es nur ein Mythos? Ist es die Wahrheit? Ist es irgendwas dazwischen? Darum geht's heute. Bleibt dran! Im Hintergrund von mir seht ihr das Belich Castle, ein Schloss, eine alte Burg aus Schottland, die ein bisschen versteckter liegt. Und wir sind gerade auf dem Weg in die Highlands, so ein bisschen westlicher in Schottland. Und das Klima ist natürlich ein bisschen rauer, ein bisschen windiger, aber auch schon 15 Grad, frühlingssommerhaftes Wetter, dass die Schotten da unten am See, sehe ich gerade, schon in Badehose schwimmen gehen. So, und heute geht es aber hier an diesem Fleck um das Thema online passiv Geld verdienen. Ich sehe, dass viele danach suchen, dass viele diese Aussage treffen, dass viele diesen Wunsch haben. Und auch ich bin am Anfang so gestartet mit dieser Aussage, mit diesem Wunsch, habe das gesucht im Internet, wie kann ich online passiv Geld verdienen. Ist eine geile Aussage, hat was. Und heute, nach 3 Jahren Online-Marketing, geht es darum, was sehe ich oder wie sehe ich dieses Thema online passiv Geld verdienen. Ist es ein Mythos oder ist es die Wahrheit? Das Thema Nischenwebseiten. Wenn ich das einfach mal kurz mit dem ganzen Thema übereinander lege, online passiv Geld verdienen. Bei Nischenwebseiten muss man erstmal sehr viel Energie, sehr viel Zeit reinstecken, sehr viel Texte publizieren und auch viel online mitmachen in den Communities, damit diese Webseiten Geld verdienen. Wenn sie aber einmal Geld verdienen, dann ist es fast zu 100% automatisiert und fast zu 100% passiv. Das heißt, es ist in dem Fall kein Mythos, sondern wenn man eine Webseite mit Affiliate-Produkten oder auch mit eigenen Produkten etabliert hat, die dann wirklich Geld verdient, die genug Besucher anzieht, die bei Google oben steht und auch in einigen anderen Traffic-Quellen untergebracht ist, verdient die passiv Geld. Das heißt, in dem Fall ist es kein Mythos, aber insofern auch nicht ganz richtig, weil du erstmal sehr viel Zeit investieren musst, die nicht vergütet wird. Nicht von deinem Arbeitgeber, du hast niemanden, der dir da irgendwie Geld für bezahlt. Du musst erstmal selber viele Stunden reinstecken, damit das Ganze wirkt, damit es funktioniert und dann am Ende auch passiv einnimmt. Das heißt, du musst dich ein bisschen von dem Thema im Bereich Nischenwebseiten jedenfalls davon verabschieden, dass du einfach sagst, okay, Knopf drücken, loslegen, Geld verdienen, passiv, fertig. Nein, du musst jetzt sehr viel dafür machen. Nehmen wir das mal das Thema Produkte, also eigene digitale Produkte und das Thema Online-Passiv Geld verdienen. Ich bin der Meinung, man muss mehr Kreativität und auch mehr Details in diesem Bereich reinlegen als eigene Investition. Also auch viel machen, eigenes Produkt erstmal erstellen, was dann aber nicht mehr hergestellt werden muss, sondern da ist. Dann die Traffic-Quellen aussuchen und entweder Fleiß reinstecken, um auch diese Traffic-Quellen als stabile Besucher Zugangsmöglichkeiten zu etablieren oder halt für Traffic Geld bezahlen, wie zum Beispiel bei den Facebook-Ads. Und wenn man dieses ganze System dann aufgemacht hat, dann kann man auch davon reden, dass es eine passive Einnahmequelle ist. Man muss da eine Weile lang dran rumoptimieren, kann auch immer was verbessern und hat man auch irgendwann Lust dazu, gerade wenn man wieder in seiner eigenen Leidenschaft ist, will man ja nicht nur mehr verdienen mit diesen Produkten, sondern hat auch immer Lust, da noch was zu machen, da noch was zu verbessern, mitzugehen mit dem Fortschritt und einfach das ganze Paket immer besser zu machen, weil man einfach damit so ein bisschen fusioniert. Und wenn man jetzt eigene Produkte hat, kommt da oftmals der Support damit zu. Das heißt, dieses Thema ist dann nicht komplett passiv, da musst du dann aktiv wenigstens reagieren, wenn nicht sogar agieren. Wenn du andere Produkte bewirbst, machen auch viele auf Affiliate-Basis, ne, dass sie andere digitale Produkte bewerben, dann funktioniert das ziemlich passiv. Und auch dort ist es dann kein Mythos, sondern online passiv Geld verdienen funktioniert dann wirklich. Aber wie gesagt, du hast halt sehr viel, musst halt sehr viel pumpen am Anfang. Und dieses Mindset musst du erstmal für dich klar bekommen, egal ob Nischenwebseiten, digitale Produkte oder ähnliche Bereiche, dass du erstmal viel Energie, viel Zeit rein investierst, bevor dieses Passivgeldverdienen wirklich knack macht und dann funktioniert. Es gibt natürlich noch viele andere Varianten, wie mit diesem Sponsorsystem, wo man Geld reinschmeißt und irgendwie dann hofft, dass da hinten was rauskommt oder halt spekuliert, wie manche sagen. Aber ich sehe das nicht wirklich als ein Online-Business. Ich sehe das mehr als wie bei den Aktien, dass man auf Risiko läuft. Aber funktioniert natürlich auch für viele. So, und du hast jetzt so ein bisschen gemerkt, wie ich das Thema sehe. Ich bin da natürlich auch naiv vom Anfang an rangegangen. Inzwischen merke ich aber,
Es ist möglich, passiv online Geld zu verdienen. Es ist eine geile Sache und ich kann es jedem empfehlen, da auf den Zug aufzuspringen. Und es ist auch weiterhin möglich, wird auch weiterhin möglich bleiben, weil dieses ganze Thema Internet, Geld verdienen, Online-Marketing viel größer wird. Es wird nicht irgendwann aufhören, es wird eher noch größer. Aber du musst dich von diesem Gedanken verabschieden, du drückst auf den Knopf und dann geht's los, sondern du musst dir etwas aufbauen. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen einen Einblick geben, ein bisschen dein Mindset auch optimieren in die Richtung, dass du noch mehr Bock hast darauf, passiv Online-Geld zu verdienen. Und wenn du meine Variante sehen willst und die auch lernen willst, also sozusagen die Variante, mit der du die 10.000-Euro-Marke knacken kannst pro Monat, komm zu meinem Webinar, knacke die 10.000-Euro-Marke, so heißt er, und da zeige ich mein System, wie ich es von Anfang an aufgebaut habe und wie du das für dich ebenfalls umsetzen kannst. Ansonsten, wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video in einem anderen Castle, in einer anderen Burg, in einem anderen Schloss in Schottland. Bis dann!